Am 3. Juli trafen sich die Geschäftsführer der FSN-Unternehmensgruppe mit Antje Angeli, der Direktorin des Rostocker Zoos, beim Erdmännchengehege. Anlass war der Nachwuchs der neuen Erdmännchengruppe. Axel Erdmann, Klaas Erdmann und Tom Schäffler haben ihren kleinen Patentieren einen Besuch abgestattet. Warum sie sich für die Patenschaft entschieden haben, hat mehrere Gründe. Nun, Sie wissen ja, wie ich heiße oder wie wir heißen. Wir heißen Erdmann. Und wir sind natürlich Zoogänger schon seit vielen Jahren. Und unsere Kinder haben diese Tiere geliebt. Und unsere Enkel jetzt inzwischen auch. Deswegen haben wir diese Patenschaft mit dem Zoo begonnen. Die Liebe für die Tiere zieht sich nicht nur durch die Familie der Erdmanns. Auch die Firma FSN Unternehmensgruppe steht schon seit DDR-Zeiten in enger Verbindung mit dem Zoo. Jahrelange Partner wie dieser nehmen einen ganz besonderen Stellenwert für den Rostocker Zoo ein. Ja, also für uns sind generell Partner sehr, sehr wichtig. Partner für den Natur- und Artenschutz, Partner für unsere Tiere und Partner für den Zoo im Allgemeinen. Wir sind ja, unsere Aufgabe ist, Natur- und Artenschutz zu betreiben, auch Forschung und Wissenschaft, auch ein bisschen Kultur. Und dafür brauchen wir starke Partner aus der Region. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass die Familie Erdmann und FSN Fördertechnik hier diese tolle Tierpartnerschaft hat. Und zudem ist FSN aber auch noch Bronzepartner im Zoo. Das heißt, unterstützt uns auch finanziell im Natur- und Artenschutz. Zum Abschluss des Besuchs präsentierten Rostocker Schülerinnen und Schüler Plakate zum Thema Erdmännchen. Aus diesem sollte Herr Erdmann einen Gewinner küren. Aber wie bei der Tierpatenschaft waren auch hier alle Gewinner und jedes Kind bekam einen kleinen Preis.